Ich darf jetzt auf die Bühne bitten, Pastor Dirk Stelter, den Ökumenebeauftragten der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Und Dagmar Stoltmann-Lukas, Leiterin der Diözesanstelle für Ökumene im Bistum Hildesheim. Die beiden arbeiten schon lange zusammen. Seit Januar 2007 haben sie vieles schon gemeinsam gemacht und sind vor allem gemeinsam auch im Vorstand der ACKN, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen, die auch Kooperationspartnerin dieses Kongresses ist. Herzlich willkommen, ihr beiden. Und eben noch im Film mit Sackkarre unterwegs, die ist aber jetzt nicht dabei. Nein, dafür hat zu wenig geschneit. Na doch, zu wenig Schnee für die Sackkarre, ja, nicht? Ja. Da brauchen wir mehr Schnee. Aber hat Spaß gemacht, die Fahrt damit, oder? Weil sie hatte keine Kufen. Eben. Ach so. Und dafür haben wir aber was anderes mitgebracht. Das legen wir erstmal hier so hin. Ja, ihr seid hier. Die Ökumene bringt sich ja auch immer mal wieder in die Schlagzeilen, zuletzt auch gar nicht wieder so positiv. Und man kann sich ja fragen, hat nicht eigentlich jede Kirche wirklich momentan mit sich selbst genug zu tun? Brauchen wir das eigentlich noch, dass wir jetzt extra noch mal etwas für uns gemeinsam machen? Also ich würde sagen, Ökumene ist niemals extra noch, ist niemals irgendwas Zusätzliches. Und ich würde sagen, es ist eher andersrum. Gerade für Nichtchristinnen und Nichtchristen ist es merkwürdig, befremdlich oder verstörend, wenn Kirchen nebeneinander her oder aneinander vorbei oder gegeneinander arbeiten. Und nichts ist eigentlich überflüssiger als eine Kirche, die sich mit sich selbst beschäftigt. Von daher meine ich, es geht gar nicht ohne Ökumene. Es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Das ist eigentlich schon bei einer großen Konferenz 1952 beim Ökumenischen Rat der Kirchen beschlossen worden, in Lund, das ist das sogenannte Lund-Prinzip, dass möglichst alles zusammen gemacht werden soll, was wir in der Kirche tun können. Also überall da, wo es geht, zusammenzuarbeiten. Und die ACKN, der Arbeitskreis Christlicher Kirchen, weiß schon wieder nicht mehr, wie das heißt, obwohl ich im Vorstand bin, hat 2007 die Charta Ökumenica für Niedersachsen unterzeichnet und das ist dieses Lund-Prinzip, also möglichst überall zusammenzuarbeiten, aufgenommen worden und wir versuchen das zu beherzigen. Genau. Ökumene ist ja eine unterschiedlich wahrgenommene Angelegenheit. In vielen Gemeinden an der Basis funktioniert das alles tadellos. Man versteht sich mit den Nachbargemeinden, man macht viel gemeinsam. Andererseits gibt es in der Öffentlichkeit viele Stimmen, die sagen, auf der etwas höheren Ebene ist es schwierig geworden in der Ökumene. Manche sprechen von einer Eiszeit sogar. Was bringt Ökumene jetzt konkret? Wohin soll es gehen? Auch insbesondere unter Bezug jetzt dieses Kongresses? Also ich meine, Ökumene bringt wirklich richtig viel. Wir wollen das mal in Form von drei Punkten sagen. Also wir meinen, Ökumene bringt eine dreifache Horizonterweiterung. Und dazu haben wir diese Gegenstände hier mitgebracht. Ich will mal mit einem anfangen. Ökumene ist sowas wie eine Brille. Davon haben wir vorhin auch schon ein bisschen gehört. Also sehen können die meisten Menschen ohne Brille, keine Frage. Aber wenn man so eine Brille aufsetzt, dann sieht man doch manches so ein bisschen genauer oder schaut genauer hin. Und so ist das mit Ökumene auch. Ökumene gibt einen weiteren Blick und wir sehen Dinge, die wir davor so nicht gesehen haben. Wir lernen mit den Augen anderer sehen und schärfen dafür auch den Blick auf das eigene. Wir haben das bei unseren Fahrten nach England genau gemerkt. Erst in England haben wir gesehen, ja, Aufbrüche, das geht in einer großen Kirche. Nicht auf den schon ausgefahrenen Pfaden, sondern so auf neuen Trampelpfaden. Und wir haben in England auch gemerkt, mit dem englischen Blick, mit der anglikanischen Brille sozusagen, auch bei uns hier in Deutschland gibt es viele Aufbrüche und es lohnt sich, das zu vernetzen. Ein zweites, was wir mitgebracht haben, ist ein Kochbuch. Also Ökumene ist wie ein Kochbuch. Denn Kochen hat ja viel mit Inspiration zu tun. Ich wäre ohne Kochbuch völlig aufgeschmissen und würde immer nur das Gleiche kochen. Und das ist bei der Ökumene auch so. Wir können also inspirieren, einander inspirieren und werden inspiriert wie von anderen Rezepten. Beispiel ist zum Beispiel, dass evangelische Christinnen und Christen
Katholische inspiriert haben, mehr in die Bibel zu schauen. Wie viele Bibelkreise sind nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dadurch, dass wir voneinander gelernt haben, entstanden. Und evangelische Christen lassen sich mehr und mehr von katholischen Frömmigkeitsformen inspirieren. Zum Beispiel beim Pilgern. Das ist etwas, was uns mittlerweile verbindet. Und Dirk Stelter hat es eben schon gesagt, in der anglikanischen Kirche lernen wir gemeinsam, wie frische Aufbrüche in der Kirche funktionieren können. Und schließlich, anstatt der Sackkarre, haben wir noch eine dritte Sache mitgebracht, nämlich hier ein Telefonbuch. Man kann auch sagen, Ökumene ist sowas wie ein Telefonbuch. Ich habe eine ganze Menge Telefonnummern im Kopf. Ich habe noch mehr in meinem Handy eingespeichert. Aber wenn ich ein Telefonbuch nehme, dann habe ich noch mehr Menschen, mit denen ich eventuell was gemeinsam machen kann. Und so ist das mit Ökumene. Wenn ich den Blick weite über den Horizont meiner Konfession hinaus, dann gibt es da plötzlich ganz viele andere Gleichgesinnte, mit denen ich was zusammen machen kann. Und es entstehen Ideen, die sonst nicht entstanden wären. Und außerdem ist Ökumene auch noch etwas, was entlasten kann. Nicht jeder braucht alles machen, sondern wir können miteinander, wir können füreinander Kirche sein. Ganz herzlichen Dank.